Und hier sehen Sie den König der Steppe. Noch liegt der Löwe im Schatten und wartet darauf, dass der Floh ihm den Rücken zukehrt. Auge in Auge starren sie sich an. Das könnte länger dauern. Ein Nervenkrieg der Extraklasse. Es geht doch nichts über eine schöne Safari, ey. Da muss der Löwe wieder in seinen Käfig. User in your channel started recording. Hi Schatz. Hi Schatz. Na? Es ist sehr montagig heute. Okay. Aber auf der Habenseite steht, der Löwe hatte ich nicht gekriegt. Nein? Nein. Dann habe ich ja immer Glück gehabt. Ja, hast du auch. Das klang nämlich sehr lustig. Ich nehme schon ein paar Minuten auf, weil man hat im Grunde genommen nichts gehört, außer Vogelzwitschern, ein bisschen Wind. Und einem Geräusch, das original klang wie ein Löwe, der sauer ist. Ich glaube, der Nachbar hat die Kreissäge laufen. Ach, möglich. Aber es passte wunderbar, weil der Floh war nicht da und der Löwe brüllte. Wir befinden uns also heute auf Safari. Ja. Ich bin müde. Es kommt davon, wenn man so viel vom Löwen wegläuft, wird man einfach müde. Ist ganz normal. Mit Löwen hatte ich heute weniger zu tun. Ich habe mich heute Morgen mit einem Wildschwein geprügelt. Das wollte ich nicht in den Kühlschrank. Okay. Also, das hat sich gewehrt. Eher so Rocky-mäßig geprügelt und nicht in freier Wildbahn. Ja, ja. Bum, bum. Er hatte mehr Schläge als ich. Also wir waren am Ende beide Dreck und Blut verkrustet. Ja, das klingt nach einem tollen Montag. Ja. Wo kam denn das Wildschwein her? Also accidentally Wildschwein oder mit Absicht geschossen? Absichtlich. Okay. Das erste seit langem. Und da habe ich dann gerade heute Morgen geholfen. Es hing noch vor der Garage. Ja. Es dann reinzuhängen. Weil das muss ja vom Tierarzt begutachtet werden. Ja. Und ja, das wollte es nicht. Ich kann es ja verstehen, ich werde mich auch wehren, einfach nur so, um den Leuten auf den Sack zu gehen. Und sonst so? Mein Estragon kommt nicht. Okay. Meine wilde Rauke sprießt. Ja. Meine Tomaten habe ich vereinzelt mittlerweile. Aha.
Und meine Brunnenkresse kommt schön, mein Dill kam schön und will jetzt langsam wieder das Zeitliche segnen. Ich kriege einfach Dill nicht ordentlich hin. Das ist und quasi ein Dilemma. Ja. Ich wollte auch eine Estragon-Show machen. Und ich habe noch irgendwas, das schön wächst und ich weiß nicht, was es ist. Schamhaare. Nein, was schön wächst. Ach so. Nicht diese Barthaare. Nein, was schön wächst. Ha, Nasenhaare. Perfekt. Hast du das auch? Ich meine, du bist jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Manchmal diese störrischen Nasenhaare, wenn man die sich ausreißt und dann entdeckt man, dass es wirklich nicht gerade ganz weiße Haare sind. Das ist wirklich so ein Zeichen des Älterwerdens. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Vorgestern erst. Ja. Es ist schrecklich. Aber so ist es halt. Da ist, glaube ich, keiner vor gedingst. Nein. Außer man lässt halt wachsen. Ja, aber die stacheln so. Nur die ersten 15 cm. Oder meinst du wachsen mit Wachs? Das stelle ich mir interessant vor. Ja, stimmt. Schlag mich, peitsch mich, wachs mir die Nase da. Ich wollte gerade sagen, wir machen da mal eine FSK 18 Show draus, aber wir sind explicit, also ist es auch wurscht. Ja. Ah. Der Tag war sowieso komisch. Vorhin hatte ich da mal einen Stromausfall, so eine halbe Stunde. So, was mitten im Tippen, auf einmal alles dunkel. Scheiße. Und dann geht man mal raus, gucken, ob bei den Nachbarn Licht brennt und alles ist dunkel, alles ist still, in der Ferne heult eine Autoalarmanlage. So beginnt es also. Es hat leider auch so aufgehört. Es kam der Strom wieder. Ich hatte auf eine Apokalypse gehofft, aber ach, man kann nicht alles haben. Wem sagst du das? Dir. Oh, hi. Ich weiß nämlich nicht, ob sonst irgendjemand hier zuhört. Nee, uns hört eh keiner zu. Ja. Hast du denn Themen? Oder hast du was erlebt in der letzten Woche? Ich habe wieder angefangen, regelmäßig Gitarre zu spielen. Bist du gerade umgefallen? Nein, nicht umgefallen im Sinne von umgefallen. Ich bin etwas abgerutscht von meinem Essen. Gut. Es war noch ein bisschen glitschig. Du hast dich draufgeworfen und wolltest es beißen. Und es ist noch im letzten Moment schneckengleich davon gehuscht. Schleim. Warte mal, ich mache hier mal gerade Technik. Moment. So. Gleich viel besser. Das rauscht doch gleich viel mehr. Sehr schön. Genau, ich habe wieder regelmäßig Gitarre gespielt, was ganz schön ist, weil das habe ich ewig nicht gemacht. Ja klar, ohne Finger. Ich wollte gerade sagen, es tut auch unfassbar weh. Aber zum Glück nur da, wo der Schnitt ist. Außenrum ist alles taub. Oh. Also, es ist durchaus ein Erlebnis. Das ist schön. Ja, nicht? Hast du irgendwas erlebt? Ich habe jetzt frei die Woche. Das ist schön. Ja, ja, das habe ich gestern schon gehört. Nein, ich habe jetzt wirklich frei. Ja, ja, klar. Wie heißt das Wort, das du üben musst? Bahnverspätung. Fast. Ja, ich habe mich heute auch in den Finger geschnitten. Nicht schön, aber ja. Es war beim Kochen dann doch etwas nervig. Okay. Hast du mit Säure gekocht oder... Ich habe direkt danach Ingwer geschnitten. Und das, ja. Ein sensorisches Träumchen. Wundervoll. Aber das Essen war ganz gut. Es gab Ingwer? Finger-Ingwer. Ja. Ah. Fingerfood ist das beste Food.
Ja, bei mir gibt es gerade Tomatensalat mit Hühnchen und sehr scharfer Soße und Knoblauch-Minz-Joghurt auf einem selbstgemachten Fladenbrot. Klingt gut. Mhm. Ich muss nach dieser Sendung mal gucken, was ich esse. Ich habe nicht so viel Zeit, weil wir nehmen hier heute noch ein nicht mehr geheimes Podcast-Projekt auf. Mhm. Das ab nach Ostern irgendwann in diesen Podcatchern zu finden ist. Der Mesh unter Messer Podcast, in dem wir die Fernsehserie Mesh besprechen. Alle 11 Staffeln. 11 Staffeln? 11 Staffeln. Das war Wahnsinn. Eine Serie, die viel länger ging als der Krieg, den sie beschreibt. Mhm. Ja, wir haben schon eine schöne Sendung gemacht zu dem Kinofilm, aber ich freue mich jetzt auf die Serie. Und weil wir das so wirklich wöchentlich veröffentlichen wollen, produzieren wir davor. So richtig wöchentlich? Richtig, richtig wöchentlich mit pünktlichen Dingsbumsen. Ja. Disziplin? Das war das Wort, das ich nicht kannte, genau. Sehr ekelhaft. Ja. So, ich mache kurz Nebengeräusche, Moment. Das bin ich gewohnt. So, ja, aber nicht die schönen. So. Ach so. Ich muss mein Mikro musste mal wieder weiter runter. Oh. Weil ich ja eben quasi unter Mikro gegessen habe. Tief hängendes Mikro. Ja, der Ständer hängt. Das kenn ich. Im Alter geht's auf und ab. Hihihihi. Ja. Was machen wir denn heute an diesem angebrochenen Mond? Ja, nicht. Es ist jeden Tag Montag. Ja, wem sagst du das? bist du vorbereitet, mein vollkommen. Monochromer Freund? Dann können wir doch die nächsten 4 Episoden, 4 Folgen, wie auch immer, Invader Sim besprechen. Das können wir gerne machen. Hast du durch Zufall nochmal den Link für mich? Ach, den habe ich hier noch im Chat, ist schon okay. Ah, gut. Ich hätte ihn auch hier gehabt, ja. Ich habe auch noch andere Dinge. Weil ich habe seit längerem eine Datei extra für diesen Podcast auf dem Computer gehabt. Und an die habe ich jetzt mal gedacht. Ja. Weil wir nehmen heute recht spontan auf. Nein. Die Zeit jetzt nicht so lang. Dafür habe ich lustige Sachen gefunden, aber da kommen wir später zu vielleicht noch. Uh-huh. Ich habe hier nämlich Cartoon-Maskottchen, die Verbrechen verübt haben. Oh, das klingt schön. Fangen wir mit Mickey Maus an. Oh ja. Ja, der hat nämlich im Hustensirup Rezepte gefälscht. Ja. Das war also gute Codein. Ja, genau, eine Frau in einem Mickey Maus Kostüm ist in Kalifornien verhaftet worden mit 20 gefälschten Rezepten für Narcotic Cough Syrup. Ja. Sie wollte aber die nicht selbst einlösen, sie wollte sie verkaufen. Aha. Sie ist also in eine Apotheke gegangen, als Mickey Maus verkleidet. Niemand würde jemals skeptisch werden. Sie ist dann auf Kaution freigelassen worden, aber für $1 Million. Das ist schon ordentlich, ja. Ja. Menschen sind halt komisch. Das ist richtig. Ich war heute im Baumarkt. Oh Gott. Da muss ich auch bald nochmal hin. Weil meine Anpflanzungen dieses Jahr ja nicht wirklich gekommen sind, sondern mehr verschimmelt, habe ich neue Pflänzchen gekauft und ein bisschen Erde und sehr alte Ehepaare dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig anschreien, wer jetzt die Pflänzchen in den Einkaufswagen setzt. Oh ja. Richtig, richtig lustig. Also so Menschen über 80, die sich nicht einigen können und wirklich lautstark. Naja, dafür habe ich jetzt Erdbeeren. Nein. Oh ja.
Ich habe hier Pluto, der wegen Mordes verhaftet wurde. Ups. Bluto? Ja, blutrünstig. hat im Magic Kingdom gearbeitet. Oder besser sie. Clarissa Wilburn, 19 Jahre alt. Und 1995 hat sie versucht, einen Pickup-Truck zu klauen. Mhm. Und das hat dem Besitzer nicht ganz so gepasst, also hat sie ihn mit mehreren Gewehrschüssen getötet. Aus diesem Besitzverhältnis enthoben. Das Ganze ist auf Kamera aufgezeichnet worden, auch dass sie sich nach dem Mord erstmal ein Joint angesteckt hat. Man muss Prioritäten setzen. Und das Ganze natürlich im Kostüm von Pluto. Herrlich. Ja, damals war er noch ein Planet, heute ist er nur ein Hund. Aber wo wir bei Planeten sind, da gibt es ja auch Wurmlöcher. Oh, was für eine Überleitung, was für eine Moderation, völlig unterschätzt. Ja. Ah, herrlich, ja. Hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre es auch kein Wurf. Wir sind nämlich jetzt bei Invader Sim Episode 9 mit den beiden Geschichten Zimmer mit Elch und Hamstergeddon. Oh ja, Zimmer mit Elch, es ist so großartig. Ja, ich habe sie zweimal gesehen. Das erste Mal aus reinen Guckgründen und das zweite Mal aus reinen Kopfschüttelgründen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sim hat keine Lust mehr auf seine Klassenkameraden, beziehungsweise auch nicht auf seinen Erzfeind und denkt sich quasi einen Entsorgungsmechanismus aus, nämlich alle Schüler in einen Schulbus und den Schulbus durch ein Wurmloch und das Wurmloch endet am denkbar schlimmsten Ort, den man sich vorstellen kann, nämlich einem Zimmer mit einem Elch. Wobei dieses, sehr grausam. Dieses Zimmer mich irgendwie an eine Gummizelle erinnert hat. Ja, und der Elch hat mich an die Schweine erinnert. Etwas. Nur, dass komischerweise wirklich alle Kinder Angst haben vor Elchen, wie es scheint. Weil der Elch frisst Menschen. Ja, das machen Elche so. Wir merken uns auch an dieser Stelle, dass ein Elch vorkommt, weil es gibt später noch einen Querverweis zu einem Elch. Elch. Und eine Frage drängt sich mir auf, nachdem wir ja schon das Thema hatten, dass Schweine oft vorkommen. Ich habe das Gefühl, auch Chihuahuas kommen nicht gut weg bei dieser Serie. Ja, und auch die Elche selbst. Und auch der Elch, natürlich. Ich finde, die ganze Tierwelt in dieser Serie ist... Ja. Das würde ich so nicht unterschreiben, weil normalerweise, wo wir auch später noch zukommen werden, Hunde ganz gut wegkommen eigentlich, außer Chihuahuas. Kakerlaken sind auch eigentlich immer gut. Ja, aber wir haben ja auch gleich noch einen Hamster. Oh Gott, der Hamster. Der kommt ja auch nicht so gut weg. Ja, stimmt, aber da kann der nichts für. Ja. Das ist eine tragische Figur im Shakespeare'schen Sinne. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Elch echt eine geile Folge ist. Ja. Das ist so die Art von Wahnsinn, die diese Serie groß gemacht hat. Mhm. Vor allem, weil es dann halt dieses Wurmloch hat zwei Abbiegungen. Der eine Weg führt sie wieder nach Hause und der andere zum Zimmer mit Elch. Bom, 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 bom. Und Dip ist der Einzige, der das kapiert, weil die anderen einfach alle nur strunzdumm sind. Ach, es ist eine wundervolle Folge. Oh ja. Von der nächsten Folge Hamstergeddon war ich... Vielleicht kamen sie mir einfach schwächer vor im Gegensatz zu Zimmer mit Elch. Ja, sie ist ein bisschen schwächer, aber sie ist trotzdem noch sehr unterhaltsam. Das stimmt. Denn die Schulklasse bekommt diesmal im Rahmen eines Projekts einen Hamster. Die Kinder sind natürlich hin und weg von dem Vieh und Sim hat andere Pläne. Er verwandelt den Hamster in ein
ja, riesiges, mutiertes Hamster-Cyborg-Monster und versucht damit die Erde zu erobern, aber dann verliert er die Kontrolle über Pipi, wie der Hamster heißt. Pipi. Es ist auch eine nette Folge. Ist es hier, warte mal. Geht's weiter? Oh, Babyplage. Warte, aber Hamster geht um die Folge, wo die Lehrerin am Anfang da steht und irgendwas erklärt, so nach dem Motto, und deshalb ist Kannibalismus heute nicht mehr so gesagt. Ich glaube schon. Gut, das fand ich einen sehr schönen Moment. Ja. Ich glaube, an dieser Schule hätte ich Spaß gehabt. Ja, ach. Ja, auch Spaß hatten Goofy, Frosty der Schneemann, Mickey Mouse und Minnie. Und zwar im Disneyland Paris 2006. Sie hatten dann irgendwann mal Pause und haben dann Minnie im Pausenraum herumgereicht und eine Orgie gefeiert. Das Ganze hat international für Schlagzeilen gesorgt. Es ist natürlich diesmal keiner verhaftet worden, denn es war ja nichts Illegales. Sie hatten einfach nur Spaß. Ob sie ihren Job behalten durften, konnte ich jetzt hier leider nicht rausfinden. Oh Gott, wie viele Orgien während einer Pause sind denn eigentlich erlaubt? Irgendwo habe ich mal was gelesen, dass also einmalige Orgien sogar während der Arbeitszeit kein Kündigungsgrund wären. Ich meine nämlich auch. Ja. Aber während der Pause darf man doch sowieso. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gegen Arbeitsschutz verstößt oder dass man seinen Helm halt anlassen muss oder seine Stahlkappenschuhe. Vielleicht ist es halt, wenn du als Frosty verkleidet bist und Flecken auf dem Schneemann-Kostüm. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist das gegen die Kostümbestimmungen, aber wer weiß. Ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Aber die Vorstellung ist gut. Also schlimmer ist dann schon Donald Duck, der im Epcot Center einer Frau, die ihn um ein Autogramm gebeten hat, an die Brüste gegangen ist und gesagt hat, upsi. Das ist zumindest mal grob unhöflich. Ja. Die Frau hat Disney dann für einen großen Geldbetrag verklagt. Okay. Was sie gekriegt hat, weiß ich es nicht, aber ein Autogramm. In Amerika mit Sicherheit. Ach, ach, ach. Enden, ey. This is the end. My only friend. The Upsi. End. Babyplage. Und Bloaties Pizzaschwein. Ja. Folge 10. In der ersten Geschichte landet Sim mit seinem Raumschiff wieder im Haus und stellt entsetzt fest, dass er vom Nachbarhaus aus beobachtet wird. Es ist zwar nur ein Baby, denkt er, aber er will das natürlich klären und geht rüber als Babyinspektor und erkennt, dass das Baby gar kein Baby ist, sondern Sergeant Snooki, eine außerirdische Kreatur, und die ganzen Babys sind außerirdische Kreaturen und sie wollen mit Sims Raumschiff zu ihrem Heimatplaneten zurück und Sim muss dann gegen eine ganze Armee aus Babys kämpfen. Ach ja. Ja. Ich war durchaus gut unterhalten. Vor allem aber aufgrund von Dip. Ja. Dip ist auch sehr schön in dieser Folge. Ich muss aber zugeben, ich habe so nach dem Anfang... Gir?
Das Tier von ihm. Gier, stimmt. Gier heißt sorry. Hundo-Roboter, ja. Ich komme mit dem Namen auch durcheinander. Ich dachte wirklich am Anfang der Folge, dass es anders laufen wird. Mhm. Aber dass die Babys dann Außerirdische waren, das ist natürlich ein Twist, mit dem man nicht rechnen kann, weil er komplett hirnrissig ist. Ja. Vor allem Außerirdische, die einfach in ihrer Rolle bleiben mussten, weil sie vertauscht wurden. Ach. Und irgendwo da oben fliegen jetzt Babys rum. Ja. Ja. Die Bloaties Pizzaschwein-Folge. Ja. Die hat ein ganz neues Level an Hirnrissigkeit aufgemacht, fand ich. Ja, sie dreht sich ja um die Familie Membrane, also um Dip, Gas und der ist einfach nur der Professor, oder? Genau. Der Vater, ja. Die haben so alljährlich einen Familienabend und da dürfen dann die Kinder abwechselnd aussuchen, wo sie hingehen. Und Gas will in Bloaties Pizzahütte. Weil sie vom Fernseher hypnotisiert worden ist, was ich an dieser Stelle anmerken möchte. Ja. Währenddessen hat Dip endlich einen Weg gefunden, in Sims Stützpunkt zu gelangen. Und ihm ist scheißegal, dass die Familienfeier ist, weil er will ja die Welt retten. Schlechte Idee. Ja. Don't mess with Gas. Vor allem, weil der Vater sagt, nee, nur gemeinsam. Also, Gas will ihre Pizza und setzt alle Mittel ein, um sie zu kriegen. Ich mag Gas. Oh ja. Gas und Gier sind meine Lieblingsfiguren in der Serie. Ja, das würde ich so... unterschreiben. Und auch hier kommen wieder Schweine vor. Ja. Weil das Maskottchen von der Pizzahütte ist das Pizzaschwein. Was eigentlich nur ein sehr dicker Mann ist in einem Schweinekostüm und es fällt gar nicht auf, dass er das Schweinekostüm auszieht. Ja, Pizzaschwein, yay, Pizzaschwein. Aber auch, was ich auch sehr schön fand, ist diese Atmosphäre, die erzeugt wird, die in den ersten Folgen noch gefehlt hat, aber jetzt immer mehr reinkommt, dieses, oh Gott, ist diese Welt eigentlich widerlich? Diese Welt ist absolut widerlich. Es gibt nichts irgendwie Schönes in dieser Welt. Genau. Wobei, der Echten ist es ja auch so, aber... Ich dachte, wir sprechen von der Echten. Ja. Nein, warte. Ja. Von Tür zu Tür. Oder hast du erst noch ein Maskottchen für mich? Naja, ich hätte noch Winnie the Pooh. Oh, was macht denn Winnie the Pooh? Also, er wurde auf einer Überwachungskamera festgehalten, wie er sich mit jemandem über Bier gestritten hat. Und zwar war es wenigstens Honigbier. Es war Elmo. Winnie the Pooh hat dann ein Messer gezogen und hat Elmo niedergestochen. Mhm. Ja. Kommt das nur mir bekannt vor aus den Simpsons oder... Das war aber nicht Winnie the Pooh, das war, glaube ich, Elmo, der damals amok gelaufen ist. Oder? Ah, das kann natürlich sein. Was ich auch verstehen würde. Und damit haben wir unseren heutigen Muppet-Content auch endlich mal. Huhu! Gut, das ist ein toter Muppet, der in einem Streit um Bier gestorben ist, aber... Nur ein toter Muppet ist ein guter Muppet. Ja. Und Chefkoch. Chefkoch mag ich. Chefkoch macht bestimmt auch Burritos. Oh, wie köstlich. Ja. Weil in Florida hatte nämlich ein Arzt, der als Captain America verkleidet war, sich einen Burrito in die Hose gestopft
und ist rumgelaufen, hat Frauen gefragt, ob sie mal den Burrito in seiner Hose anfassen wollen. Als die Polizei ihn dann aufgegriffen hat, hat er gerade einen Joint im Klo runtergespült. Wurde dann verhaftet wegen verschiedenen Sachen. Also wegen sexueller Übergriffe, wegen ungebührlichen Verhaltens, wegen Drogenbesitz und weil er versucht hat, Beweismittel zu vernichten. Den Burrito haben die Polizisten dann später in seinem Stiefel gefunden. Weißt du, wir finden die ganze Zeit, Invader Sim wäre schlimm hirnrissig. Ja, die Realität ist noch viel, 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 hirnrissiger. Viel. Noch mehr. Plus eins. Und das macht 11, oder? Folge 11. Von Tür zu Tür und Ärger mit der Videothek. Das war gut, so gut, dass es keiner außer mir merkt. Door to Door und FBI Warning of Doom. In Von Tür zu Tür ist, wie in Amerika ja üblich, die Schule pleite und die Schüler müssen Schokoriegel verkaufen, um Geld zu sammeln. Und wer die meisten verkauft, kriegt einen geheimen Preis. Darf ich kurz reingrätschen? Natürlich. Den Anfang dieser Folge, ich fand ihn so wunderschön perfekt, weil Frau Bitter, doch Bitter heißt sie, ja? Ja. Bitter, irgendein sowas, Finster. Nee, Finster war die aus Disneys große Pause, oder? Stimmt, oder? Immer durcheinander, jedes Mal. Deshalb musste ich nachfragen. Sowas sagt wie irgendwie die Gesellschaft muss zusammenbrechen, weil ihr alle viel zu viel Stress habt. So ist das nun mal. Außerdem wurde das Budget für Tische aufgebraucht. Deshalb müsst ihr alle Pappkartons benutzen. Das, ich fand das so schön. So rund, so. So. Eine Vorschau auf den Realismus in Trumps Amerika. Ja. Genau, sie müssen Schokoriegel verkaufen. Ja, Sim will den Preis gewinnen und versucht natürlich so richtig viel zu verkaufen. Zusammen mit Gear. Und das gelingt ihm auch. Ja, stimmt, er gewinnt. Mhm. Und zwar eine Dose Thunfisch. Aber diese Folge steckte so voller wunderschöner Details. Die erste Frau, die Sim diesen Schokoriegel abkauft, der in dem Werbevideo vorher schon angepriesen wurde mit enthält Sägespäne, von einem Hund, der Poop Dog heißt und rappt und es soll bestimmt keine Anspielung auf Snoop Dogg sein. Nein. Diese Frau isst diesen Schokoriegel und erbricht erstmal Unmengen an Sägespänen. Und im weiteren Verlauf dieser Folge müssen alle Menschen, die diesen Schokoriegel essen, davon kotzen, und zwar Sägespäne, bis auf Gir, dem einfach die Schokosoße aus allen Öffnungen läuft. Gir ist ja auch kein Mensch, Gir ist ja ein Roboterhund. Und so lustige Dinge sagt, wie, ja, juhu, ich muss brechen. Und Sim vollkotzt. Also es ist sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Details darin. Ja. Ich mochte die Folge auch. Auch, dass das erst so aussieht, als hätte Dip gewonnen und er bekommt seinen Preis, eine Packung Pflaster. Und dann kommt Sim mit noch mehr verkauften Schokoriegeln und er kriegt eine Dose Thunfisch. Es ist so herrlich sinnentleert. Also vermutlich ist da auf philosophischer Ebene ganz viel drin, aber... Sind wir nicht alle eine Dose Thunfisch? Ja, dem Geruch nach. Wir sind eigentlich nur gefüllt, wir sind eigentlich nur Dosen
gefüllt mit unserem Fleisch und eigenem Saft. Das schmeckt auch besser als die in Öl. Das ist richtig. Ja. Und so Thunfische werden in Netzen gefangen und das ist ja noch viel metaphorischer. Und da hängen Delfine mit drin. Gut, ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll. Ja. Worum geht es in der nächsten Folge? Die nächste Folge, immer Ärger mit der Videothek. Die fand ich nett. Es beginnt damit, dass Gir zum gefühlt 100. Mal einen Film über, ich habe es mir aufgeschrieben, Eingeweihte, nein, in Reihen des Krieges sieht. Ein wirklich schöner Filmtitel. Und die Videothek immer wieder beim Anruf und endlich diesen blöden Film zurückhaben will. Aber Gir sieht sich ein, diesen Film zurückzugeben. Und beim 100. Mal anschauen entdeckt Sam, dass am Anfang dieser DVD, wie bei allen DVDs ja irgendwie, eine FBI-Warning läuft. Und er probiert rauszufinden, was dieses FBI denn eigentlich sei. Sein Computer lotst ihn aber auf einen völlig falschen, auf eine völlig falsche Fährte und um eben um eben dem FBI zu entgehen, das nämlich nur darauf aus wäre, Außerirdische zu jagen, probiert Sim nachts diesen Film heimlich zurückzubringen und scheitert am Wachmann des Kaufhauses, in dem sich die Videothek befindet. Und der Rest der Folge, finde ich, ist eigentlich ziemlich schwach, weil es nur so Action-Szenen aneinandergereiht sind. Bis zu dem Ende mit den Zombies. Das finde ich auch. Also dieser Anfang hat was, auch gerade der Computer, der auch keine Ahnung hat, was FBI bedeutet und dann einfach erfindet, die jagen Außerirdische. Ja, weil er soll halt mal improvisieren. Ja, klar, was macht man auch anders? Genau. Ja, dann das andere, das hat mich so an einen übertreten Tom und Jerry auf Steroiden oder sowas. Ja, genau. Das Zombie-Ende fand ich schön. Ja, Zombies sind eigentlich immer schön. Oder so. Oder so. Gibt es denn auch schöne Maskottchen? Naja. Wir hätten Elmo nochmal. Schon wieder? Der verhaftet wurde 2013, weil er antisemitische Schimpfwörter kleinen Mädchen nachgerufen hat. Ha. Gutes Personal ist schwer zu finden. Später wurde er nochmal verhaftet, weil er versucht hat, von den Girl Scouts of America $2 Millionen zu erpressen. Und der Name des Mannes ist übrigens Adam Sandler. Nicht der Adam Sandler. Okay. Danke, Frage beantwortet. Oh, und er ist Jude, was das erste Verbrechen natürlich auch wieder merkwürdig macht. Musst du gerade auch an die Simpsons denken? Ich muss immer an die Simpsons denken. Krusty, der irgendwann sowas sagte wie, ich dachte, ich bin nur ein Jude mit Selbstzweifeln, aber stattdessen bin ich ein ganz normaler Antisemit. Ja, ach. Ja, ich habe hier auch noch einen Woody aus Toy Story, der seinen Woody nicht in der Hose gelassen hat. Ich habe schon mit sowas gerechnet. Und in Ohio gab es einen Mann namens Donald Norman Duck, der betrunken seinen Jeep in einen Drive-In gerast hat, Little Caesars Drive-In,
Ja, die Polizei kam und sie haben dann noch ein Beutelchen Marihuana gefunden. War schon bekannt für Driving under Influence. Also, der letzte Satz in diesem Artikel ist: If it drinks like a duck. Driving under Influence. Auch ein schöner Bandtitel gibt's aber bestimmt schon. Driving under the influence of Jam, glaube ich. Ich kenne nur Jam, diese Zeichentrickserie. Ja, Driving under the influence of Jams. Eine vierstündige Jam-Session, Psychedelic Rock. Sehr schön, kann man mal hören. Gibt's auf der Streaming-Plattform ihres Vertrauens. Ich traue keiner mehr. Tja, dann wirst du auch keine Musik hören. Ja, sowieso den Löwen. Wer wahrscheinlich auch den Löwen hören wird, wäre Sylzus Maximus. Ja, im Original Blocknius Maximus. Ja, Dip bewirft. Es klingt schon so bescheuert, wenn man das erzählt. Mit ja. Der Sylzwurst. Und verwandelt sich daraufhin ja, in Sülze. Aha. Und deswegen infiziert er Dip mit Sülz-DNA. Und beide werden zu Würsten. Und werden halt ständig von Hunden verfolgt und riechen nach Wurst. Und meine Lieblingsstelle in der ganzen Folge ist, wo er das erste Mal, Dip das erste Mal infiziert von dieser Wurst-DNA von einem Hund gebissen wird und sich danach selber abschlägt, zu seiner Schwester rennt und meint, probier mich, ich schmecke köstlich. sehr gut. Ist eine schöne Folge, ja. Ja, vor allem, sie hat kein Happy End. Das mag ich ja sowieso. Sie verschanzen sich irgendwann auf der Flucht vor Hunden in einem abbruchreifen Haus und dann sieht man halt zwei Würste auf der Couch sitzen, die sich nicht leiden können. Wir können ja auch gleich einen Podcast machen, oder? Welche Wurst wärst du denn gerne? Ich bin nicht so ein Sülz-Fan. Ich auch nicht, deswegen. Ich wäre gern Krakauer. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht so eine schöne, luftgetrocknete italienische Salami. Der feine Herr. Ja, wenn dann schon richtig. Mir fällt partout keine Überleitung ein zur nächsten Folge. Wie geht's dir? Auch auf der Couch spielt man Computerspiele. Und das macht Guess auch. In Guess setzt sich durch oder Game Slave 2. Die Game Slave 2 ist nämlich so eine Spielekonsole. Okay, dieses spielt man vielleicht nicht auf der Couch dann, aber naja. Meine Überleitung ist kaputt, mach du weiter. Spielkonsole, neu, Game Slave 2, jeder will sie haben, unter anderem auch Gas. Leider wird sie dazu verdonnert von ihrem Vater, dass sie nur ins Einkaufszentrum darf und sich um Mitternacht anstellen für die neue Game Slave 2, auch du willst sie haben. Wenn sie ihren Bruder mitnimmt, der jedenfalls lieber noch eine Folge von einer Mystery-Serie gucken möchte, einer natürlich völlig wahren Mystery-Serie, wo nur wahre Mysteries geseriert werden. War es wieder mysteriöse Mysterien? Ah, genau, es war mysteriöse Mysterien, dankeschön. Im Einkaufszentrum endlich angekommen, nachdem sie diese blöde Serie mysteriöse Mysterien zu Ende geschaut haben, wird Gas ihren Bruder unter einem Vorwand los. Der irrt ein bisschen das Einkaufszentrum, geht verloren, trifft auf Rattenmenschen, was halt so passiert. Jedes Einkaufszentrum hat Rattenmenschen. Oh ja. Während sie quasi in der Schlange steht und natürlich, wie könnte es anders sein, ausgerechnet mit einem der nervigsten Menschen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, in der Schlange steht. Nämlich so ein sehr
wie sagt man, ein Aufschneider, ein Angeber. Siehst du Aufschneider, Wurst, da wird er überall. Ja, ach, schade. Das nächste Mal. der ihr auch noch ausgerechnet den letzten Game Slave 2, du brauchst auch einen, du weißt es nur noch nicht, vor der Nase wegschnappt. Daraufhin tritt Guest durch. Verständlich. Und eine wunderschöne Psychoterror-Episode beginnt, wo sie diesen Iggins, heißt er, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht mehr. Nennen wir ihn ruhig mal Iggins. In den Wahnsinn und in die Kollision eines Fahrstuhls treibt, um an sein Game Slave 2, die beste Konsole seit Game Slave 1, um sie ihm abzunehmen. Möchtest du eigentlich auch ein Game Slave 2? Nein, danke. Ich auch nicht. Ich mag Guests zwar und ich mag auch ihren Amoklauf. Ja. Aber trotzdem fand ich die Folge ein bisschen schwächer. Nö, die fand ich wirklich gut. Die hat mich sehr überzeugt. Sie hatte schöne Momente, also gerade hier dann den Schluss. Aber ich fand diesen, wie hast du ihn genannt? Iggins? Das kann sein. Er hat mich auch genervt. Ja, klar. Gut, dass völlig. Er da, ja. Eben. Aber ja, auch ich mochte auch die Rattenmenschen. Die waren cool. Sind sie meistens. Wurde eigentlich aufgeklärt, wie Dip wieder von den Rattenmenschen wegkommt und aus dem Einkaufszentrum rauskommt? Ja, die zwei Würste haben ihn gerettet, aber das war nicht mehr in der Folge. Ah. Saved by Sausage. Heute auf Fox. Tja, das nächste Mal geht's dann weiter mit 4 Folgen. Unter anderem dem Kampf der Planeten. Ja, und ein grauenvolles Halloween. Wirklich eine Halloween-Folge? Hm. Das wird ja super. Mysteriöse Mysterien. Juhu! Hatten wir ja schon. Und der Dip-Klon. Und zum Schluss besprechen wir dann Planet Hobo 13. Und Sims großer Tag. Ja. Im Original Walk for Your Lives. Und wo wir schon bei Walk for Your Lives sind, warte, da hatte ich doch auch was Schönes. Es gibt doch diese... Dire Straits. Ja, die gibt's auch. es gibt doch dieses Killerschildkröten greifen an, geh um dein Leben. Wusstest du, dass 455 vor Christus ein großer griechischer Tragödiendichter von einer Schildkröte erschlagen wurde, die von einem Greifvogel fallen gelassen wurde? Weil diese Vögel haben nämlich normal große Felsen verwendet, um die Schildkröten zu knacken, indem sie einfach sie aus hoher Höhe haben fallen lassen. Und der Typ muss wohl eine Klasse gehabt haben. Ja. Und genau deswegen, Kinder, sind Häuser cool und wir bleiben lieber drinnen, als in der Natur zu sein. Ja. Wobei man kann auch drinnen sterben. Aber nicht durch Greifvögel, die Schildkröten fallen lassen, was irgendwie wie so ein Super Mario-Tod klingt. Ja, wirklich. Ja, aber es ist auch besser, man bleibt wirklich drin und geht nicht ins Theater oder so. Denn ungefähr 620 vor Christus ist Drakon, ein athenischer Gesetzreformer, nach einem Auftritt im Theater von einer Fledermaus gebissen worden. Nein, erstickt. Es ist nicht Dracula, Drakon. Erstickt an der Fledermaus. Er ist erstickt, weil die Dankbaren und sich fröhlich rumsprumpelnden Bürger haben ihre Hüte und Mäntel nach ihm geworfen und das waren so viele, dass er erstickt ist.
Das heißt, das ganze Publikum sitzt da nackt und auf der Bühne liegt ein Toter. Und da im Haufen fest. Ich sag ja, ich habe lustige Listen entdeckt. Wie möchtest du denn mal sterben?